Guten Tag, Gattinnen. Hallo erstmal. Sie sind ein gebürtiger Schweizer. Oder bin ich offiziell, 100%. Sind Sie das sicher? 120. Ja, ich danke Ihnen erstmal. 140%. Oh nein, 140%. Ja, ich danke Ihnen erstmal für diesen gebürtigen Sessel. Ach, das ist echt gemütlich hier. Ja, hey, kein Problem. Alles ist gern da. Kommen wir zu unserem kleinen Interview, ne? Ich hätte da ein paar Fragen an Sie. Ein paar ganz einfache Fragen. Nichts Kompliziertes. Schieß los. Okay. Wie gefällt Ihnen die Schweiz? Ach, es ist ein herrliches Land. Vom Aussehen her nicht so schön und innen so viel zu gross, aber die Leute sind einfach alle sozial, immer nett. Sind zwar nicht die Besten, mit was Geld anbelangt, aber nein, also der Großteil ist wirklich eine Gruppe von netten Leuten. Sozial, offen, vertrauensvoll, verantwortlich. Mehr kann man gar nicht wollen. Und das Land selber ist auch grossartig. Aha. Okay, also Sie haben keine Mängel. Doch, also es gibt schon Probleme, natürlich. Es gibt Politiker und auch so Banden, so Drogenbanden, oh. Wo, also weißt du, ich habe da in Zürich recht oft Angst auf die Straße gehabt, weil es gibt wirklich, da gibt es Geschossereien, nebst so in diesen falschen Vierteln, wenn du da irgendwie zum, was weiß ich, auf Meilen gehst, oder wenn du da irgendwie, was weiß ich, hart umstehst und das Viertel da, das ist gefährlich, das sage ich dir. Und dann gibt es auch noch die Politiker, die auch einer von diesen Drogenbanden sind. Politiker? Ja, und die sind echt. Die sind echt Dinge, die machen auch Handel mit Ausländern. Also richtig stark und krass. Und also Sklavenhandel? Ich weiß nicht, ob Sklavenhandel, aber Drogenhandel, Waffenhandel, Schmugglerei. Handel mit Italien, Handel mit Deutschland, ein bisschen mehr mit Deutschland über Bier und weniger mit Italien über Drogen. Aber immer noch mit beiden Handel. Und ja, wenn ich da jetzt, wenn sie mich nicht mögen, dann bin ich schlechter Marsch. Ja, das ist Ihr Pech. Ja, merci. Kommen wir zur nächsten Frage. Was tragen Sie zur Wirtschaft bei? Ah, ich wohne offiziell in Zug. Das heisst, ich zahle Essen, Rente. Aber keine Steuern. Aber keine Steuern, weil im Zug zahlt man nicht so viel Steuern. Oder ja, so gut wie nicht. Was gibt es denn hier viel Geld? Genug. Genug, um sie auszurauben? Versuch's nicht. Nein, ich sprich nicht von mir. Kommen wir zur nächsten Frage. Welche Stadt gefällt Ihnen hier in der Schweiz am besten? In der Schweiz? Ja, in der Schweiz. Nicht Lucario. Lucario. Meinen Sie nicht eher Lugano? Nein, Lucario. Ja, diesen Ort gibt es leider nicht. Filmfestival Lucario. Aha, okay. Ja, wenn Ihnen die Stadt so gefällt. Ich wollte Sie nur darüber aufklären, dass die Stadt nicht existiert. Aber ich lasse Sie mir im Glauben. Was gibt denn das Filmfestival? Ich will Sie ja nicht hier aus dem Superklasse. Ich bin Tessin. Dann gibt es noch den wunderschönen Macho-Fluss. Wie finden die politische Lage? Der wird Droge. Nein, nicht die Politiker, sondern die politische Lage. Drogenhandel. Na, okay. Kennen Sie auch das aus Schweizer Fernsehen? Finden Sie auch, dass das Schweizer Fernsehen sich nicht so frei über die Politik äußert? Sie werden ja schon lange über Schweizer Fernsehen. Ah, schon öfters. Ich gucke immer wieder.
immer wieder mal rein. Ja, ich will immer wissen, SF2. Über die politische Lage der Schweiz, ob sich was geändert hat, ob wieder mal irgendein bekloppter Vertrag in Genf geschlossen wird, der doch nicht gehalten wird. Das kann ich so, ich würde so anderes auf, ich würde so ja, Bauern so Frau und... so Hartz IV. Hartz IV. Hartz IV Sendungen. Ja, ja, und X-Diaries und all der ganze Kram. Nein, Vampire Diaries. Ah, ist genauso scheiße. Ey, was, Mann? Das ist keine Ahnung über Vampire Diaries, das sind alles so geile junge Frauen und Männer, was miteinander treiben. Was miteinander treiben, ja. Das ist die ganze Zeit mit dem Gesicht, das ist geil zu folgen. Sex on the City. Was ist denn das? Bester Film aller Zeiten. Den geil, muss ich auch schauen. Ja. Also wir wissen ja alle, warum... Ja, das waren die Fragen, ja. Wir wissen ja alle, warum man Filme schaut. Warum wir Männer Filme schauen, oder? Sie haben den Integrationstest bestanden. Ein Titel und ich über den Integrationstest in der Schweiz umklären. Ich muss mich nicht in der Schweiz integrieren, ich wohne in Deutschland. Ja, aber du musst auch nicht dafür sorgen, dass sich in der Schweiz richtig integriert. Ich habe nur den Integrationstest beim Schweizer getestet. Dann lass mich doch am Arsch. Cut! Nein.